hier jetzt. Hier ist richtig. Also viel kann man noch nicht erkennen, ne? Allzu viel kann man nicht erkennen, aber die Fundamente der einzelnen Ladeplätze, die haben schon irgendwie Ähnlichkeit mit den Plastikdingern, die da drüber kommen, die da drauf montiert werden. Ich war heute Mittag mal in Oberhausen und habe mir den Baustand vom Supercharger Oberhausen angesehen, von diesem hier. Mittlerweile kann man da richtig was erkennen und der ist hier schon ausgeschildert im Supercharger-Netzwerk. Ich habe mich auch irgendwie gewundert, dass immer mal wieder Model 3-Fahrzeuge da vorbeigefahren sind. Die Ladestationen haben auch schon geleuchtet. Der Parkplatz allerdings war noch mit Paletten versperrt. Also irgendjemand wollte da noch nicht, dass da drauf gefahren und geladen wird. Diese Meldung hier, also der Supercharger Oberhausen war bis vor, ja, wann habe ich denn das letzte Mal geguckt? Vor einer Woche oder so. War da hier noch als im Bau angezeichnet. Also da stand dann Eröffnung Q4 21. Und ja, das sieht stark danach aus, dass das Q4 sein könnte. Aber die Aufnahmen von heute Morgen, die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Die dürft ihr euch jetzt auch anschauen. Viel Spaß damit. Ich habe da noch einen Passanten getroffen und habe mich ein bisschen mit dem da unterhalten. Ja, also nicht wundern, wo die andere Stimme herkommt. Hi. Guten Tag. Riesenapparat hier geworden. Jo. Ich wohne da so Luftlinie da lang. Ja. Von meinem Küchenfenster kann ich so die Netzpfosten sehen, so die oberen Meter. Ja. ich habe gesehen, dass hier der Supercharger gebaut genau, wird. Genau, deswegen bin ich auch hier, wollte ich auch gucken. Und ich war mal vor einem halben Jahr da, da waren nur Fundamente zu sehen. Jo. Und bis vor 2 Monaten waren im Prinzip nur diese ovalen Fundamente genau, zu ja, sehen. Genau, ich stand lange da. Ja, ja. Genau. Und ich habe mich immer gewundert, was die Löcher da hinten sollten, so. Als ich dann mal hier war. Und ja, jetzt habe ich halt gesehen, Topgolf-Anlage. Wusste auch noch nie, was das war. So, ich auch nicht. So richtig drunter vorstellen konnte ich mir da noch nichts. Ich musste da auch erstmal gucken, bis ich das kapiert habe, wie das Prinzip da ist. Das ist irgendwie ja mehr so just for fun. So Driving Ranch mit V zusammen. Irgendwie oder so. Ja. Aber ist ja mehr so aus Spaß, ne? Ja, so ja. Die ganze Geschichte. Mehr so Event-Gedöns. Ne? Ja, ja, eben. Ja. Ich glaube, die wollen jetzt auch weiter öffnen. Also. Ja, das sieht das auch schon ziemlich fertig aus da, ne? Ja. Aber Saft ist schon mal drauf, ne? Ja, ich weiß schon. So. Ich glaube, offiziell sind wir dann noch gut. Nee. Müssen wir jetzt einfach mal anstecken und gucken, was passiert. Ne? Ja, wenn man Handy mitladen kann. ja, ein DC-DC-Wandler habe ich gerade nicht im Kofferraum. Ne? Ah, da hinten wird. Da hinten sind noch. Hört sich noch ziemlich nach Baustelle aus. Ne? Thank you.
weiß, ob die andere Ladesäulen vielleicht werden, oder? Ja, das sieht ja im Prinzip auch so danach aus. Eigentlich also, ja, ne? Es soll ja eigentlich ein 20er werden, ne? Und dann... Na gut, das passt dann. Dann das kommt dann hin, ne? Dann wird ja nur so eine Abdeckung sein. Ja, entweder eine Abdeckung, weil... Oder? Weil irgendwie Kabeldurchführung sehe ich da jetzt nicht, ne? Ja. Ein 24er habe ich gerade nicht dabei. Einfach mal abschrauben und gucken, was... Aus wie ein Bowling Center da drin, ne? Ja, ja, so vom Prinzip irgendwie schon, ne? Weil man ist hat ja, ja immer diese einzelnen Abteile, ne, wo man spielt. Jeder so für sich. Hm. Ich verstehe das eh nicht ganz, weil der Teil ist ja offen, ne? Ich meine, das ist ja dann ganzjährig und so, und Wind und Wetter und so, ne? Ja. Ich meine, gut, ich habe gelesen, die haben zwar so Heizstrahler, aber trotzdem. Oh, wäre jetzt mal nicht schlecht, ne? Wenn das jetzt so regnet und so, ich meine, da steht da auch dann da. Ja, aber gut, auf dem Golfplatz steht es ja auch. Rum, ne? Ja, auch bei Regen macht man dann. Ja, also nebenan bei mir ist einer und da ist immer Betrieb, ja? Auch im Winter. Ja, okay. Ja. Dann hat es gut dann. Ja. Aber ja. Und so wie ich das verstanden habe, muss man irgendwie da Felder treffen und dann kriegt man da irgendwie ja, Punkte ich, oder so. Es gibt ja diese großen Löcher, glaube ich, ja, die man ne? muss. Das ist ja alles, ich glaube, selbst diese Golfbälle sind ja mit Technik ausgestattet, damit man halt alles noch nachvollziehen kann und so. Ja, das... Habe ich gelesen. Ja. Und das wird dann wohl an den Monitoren alles angezeigt. Hm. Ja gut, wenn Spaß macht, ja. Boah. Warum nicht? Mal ausprobieren. Ja. Ja, das ist halt voll Spaß, ne? So, ja. Deswegen. Das ist Wahnsinn, was hier entstanden ist, ne? So in den letzten paar Jahren. Ja. Also... Ich war mal als Stöpsel öfters mal in Oberhausen, aber okay. Das ist schon, aber da existierte der Zentropark noch. Ja, ja, da war ich als Tenniskind auch drin, ja. Hier war ja noch die, ich weiß nicht, was war dieses Zechengebäude? Ja, hier war irgendwie Zechengelände, genau, oder? Als Kind, das weiß ich noch, da war noch hier, wo ich klein war. Und irgendwann haben sie das abgerissen. Ja. Hello. Ja, und da hat mich die Kamera verlassen. Also nicht diese hier, sondern ich hatte den Fotoapparat mit. Ja, und ich glaube nicht, also das war meiner Meinung nach nicht, dass er mal wieder irgendwie aufgehört hat zu filmen durch Überhitzung oder so, sondern da war schlichtweg einfach der Akku leer. Ja, war auf jeden Fall eine nette Unterhaltung mit dem Anwohner da. Hat sich so rausgehört, dass er da schon seinen von Kindes an wohnt und also in der Gegend auf jeden Fall wohnt und war auf jeden Fall ein nettes Gespräch und ja, ich werde die Tage, was heißt die Tage, aber wenn ich wieder in der Gegend bin, dann fahre ich da mal wieder vorbei. Ist auch für mich gerade nicht um die Ecke, obwohl Duisburg und Oberhausen relativ nah aneinander liegt. Das ist mit der Autobahnumfahrerei sind das schon so 35, 40 Kilometer für mich, also auch nicht mal eben. Und in diese Richtung fahre ich auch so gut wie nie. Also, ja. Ansonsten, also wenn ich da mal in der Ecke bin, dann werde ich da mal vorbeifahren, wenn ich die Kamera dabei habe, halte ich mal drauf. Ansonsten sehen wir uns dann wieder zum nächsten Video. Auf Wiedersehen!